Mini-Tutorial zu zeigen, wie man Stahlbauelemente zusammenfügen könnte. Diesmal direkt mit Hilfe eines Morphs oder mehrere Morphs. Ich habe hier als Grundlage mein Bibliothekselement mit dem EPE 300. Den werde ich mir zerlegen, bearbeiten, vereinigen, zerlegen, in zweite Elemente zerlegen. Auch die Originalelemente behalten kann praktisch sein, sollte man tun. So. Hier habe ich Schraffur. Die Schraffur stelle ich mir auf feste Schraffur und blau, dass man sieht, was ich mache. Das wäre noch das originale Element. So. Dieses Ding übernehme ich mir in ein Morph. Das heißt, habe hier ein Morph. Hole ich mir mal hierher, einfach in die Gegend. Drehe ich Steuerung D. Und lege ich mir an den Anfangspunkt meiner Konstruktion. So. Und ich will jetzt das mit Hilfe des Morphs umfahren. Ich kopiere mir einfach das. Ich habe hier schon einen Schnitt, also quasi eine Ansicht darauf gemacht. Den lege ich mir am besten gleich in die richtige Lage, auch zum Anfangspunkt. Gehe in den Schnitt rein. Steuerung V. Einfügen. Das ist die Linien einfach, die ich zuerst gehabt habe. Lege ich mir dort zum Anfangspunkt. Und das sind nur Hilfslinien. Und zeichne diese Hilfslinien mit Hilfe einer Morph-Linie einfach nach. Also ich beginne hier. Beende. Dann die beiden Morphs, das liegende T und die neu gezeichnete, schaue ich mir im 3D an. Schaut so aus. Ich aktiviere diese, gehe auf diesen Punkt, sage, ich möchte es nach oben ziehen. Nach hierhin. Man sieht schon, was passiert. Nach hierhin. Und nach hierhin zum Beenden auf den gleichen Punkt. Und ich habe mir eine stimmende, von der Gärung her stimmende Konstruktion gemacht, mit allen Elementen, die eben nötig sind, um das Ganze darzustellen. Gut, das war's schon wieder. Danke.